Herzlich willkommen, liebe Freunde von sozialmarketing.de. Hier beim Adventskalender öffnen wir heute ein ganz besonderes Türchen, nämlich mit Thomas Kurmann, der uns aus New York City zugeschaltet ist. Hallo, lieber Thomas. Hallo, Jan. Vielen Dank, dass du mit dabei bist beim sozialmarketing.de Adventskalender. Und wir starten sofort durch. Wie bist du eigentlich mit zum Fundraising gekommen? Ich bin zum Fundraising gekommen wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen. Ich glaube, so wie viele andere Fundraiser auch. Ich war damals Leiter der Abteilung Kommunikation bei der Stiftung Terre des Hommes in Lausanne in der Schweiz und wurde dann angefragt, ob ich mich nicht für die Stelle als stellvertretenden Abteilungsleiter Kommunikation und Fundraising bei Ärzte ohne Grenzen in der Schweiz interessieren würde. Und das habe ich getan, habe mich beworben und habe die Stelle auch gekriegt und habe dann eine Weiterbildung, Ausbildung gemacht im Bereich Fundraising und habe mich dann eigentlich viel stärker für die Fundraising-Seite meiner Stelle interessiert als für die Kommunikationsseite. Und als die Stelle dann des Abteilungsleiters frei wurde bei Ärzte ohne Grenzen in der Schweiz, habe ich mich darauf beworben und habe die Stelle auch erhalten. Und da bin ich geblieben seit 10 Jahren. 6 Jahre in der Schweiz, 4 Jahre in Berlin bei Ärzte ohne Grenzen und jetzt seit mehr als einem Jahr in New York. In New York, in der Hauptzentrale ist es von Ärzte ohne Grenzen, oder? Die Hauptgeschäftsstelle? Nee. Die Hauptzentrale ist in Genf. Okay. Es ist Ärzte ohne Grenzen in den USA ist eine Sektion von vielen Sektionen. Im Verbund von Ärzte ohne Grenzen. Insofern ist es nicht die Zentrale, aber es ist definitiv die größte Sektion, was die Einnahmen anbelangt. Genau, und Zentrale, also war falsch ausgedrückt, aber die Zentrale von Ärzte ohne Grenzen in Amerika oder seid ihr da noch mehr verteilt? Ja, wir haben aber auch nur ein Büro. Ja. Das ist hier in New York. Wir haben etwas mehr als 100 Mitarbeiter hier. Und knapp ein Drittel arbeitet im Fundraising. Wow, okay. Und hattest du denn dieses Jahr auch einen Fundraising-Fehler? Und wenn ja, welcher war das? Ja, Fehler kann man nicht, also wir machen definitiv Fehler, aber das sind vielleicht eher kleinere Fehler. Speziell in einem Jahr, wo wir unsere Einnahmen um knapp 50% gesteigert haben, ist es schwer natürlich über Fehler zu reden. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich diese Einnahmen speziell durch die Ebola-Präsenz in den Medien bedingt war. Was ich aber trotzdem sagen möchte zu Fundraising-Flops oder Pleiten insgesamt für die Fundraising-Industrie, ist, was jetzt aufgepoppt ist in den Medien bezüglich dem amerikanischen Roten Kreuz, die über Jahre falsche Angaben gemacht haben bezüglich der Einnahmen, Distribution, also wie viel Prozent von den Einnahmen in die Projekte fließen. Sie haben über Jahre von 91% gesprochen. Journalisten haben jetzt herausgefunden, dass das nicht der Wahrheit entspricht, bei weitem nicht. Und das sind natürlich Pleiten, die auf die gesamte Industrie ein negatives Licht werfen. Und das ist sehr unglücklich. Und wir wissen ja, dass die Journalisten speziell im Weihnachtsumfeld immer sehr kritisch sind und solche Dinge sich ganz genau anschauen. Und das ist jetzt wieder mal passiert hier in den USA. Und nochmals, das hat natürlich einen negativen Einfluss auf die gesamte Industrie. Ja, okay. Und was war dein witzigster Fundraising-Moment in diesem Jahr? Witzig, weiß ich nicht. Also für uns war es letztlich dann schon witzig, was passiert ist. Ich habe einen Check gekriegt über 5 Millionen von einer älteren Dame, die für uns spenden wollte, muss man im Nachhinein sagen. Habe mich dann natürlich super gefreut und sofort alle informiert im Büro, dass wir 5 Millionen Dollar gekriegt haben und nicht überprüft, ob der Scheck auch wirklich gedeckt war. Und wir haben dann herausgefunden, dass der Scheck nicht gedeckt war. Ich habe dann mit der Dame mehrfach telefoniert und immer wieder gesagt, der Scheck ist nicht gedeckt und wir würden uns freuen über die Spende, aber eben, wir können sie nicht einlösen. Und die Frau hat darauf bestanden, dass der Scheck gedeckt ist. Und wir haben es mehrfach versucht, den Scheck einzulösen. Das hat nicht geklappt. Letztlich haben wir aufgegeben. Wahrscheinlich war einfach das Geld gar nicht da. Und, letztlich haben wir diese 5 Millionen nicht erhalten. Nicht bekommen, aber ihr konntet trotzdem drüber lachen. Okay. Ja, letztlich ja. Vor allem, wenn wir jetzt unsere Einnahmen natürlich kurz vor Jahresende anschauen,
wo wir weit über Budget liegen. Ja. Können wir definitiv drüber lachen, ja. Super, okay. Und was empfiehlst du den Fundraiserinnen und Fundraisern, vielleicht speziell in Deutschland, Österreich und der Schweiz oder auch weltweit gesehen? Womit sollten sich Fundraiserinnen und Fundraiser 2015 auf jeden Fall mehr beschäftigen? Ich glaube definitiv Spenderbindung ist seit Jahren Thema, aber ich glaube, wir haben es noch nicht ernst genug genommen, dass wir uns darauf konzentrieren, auf den Langzeitwert von Spendern zu achten. Und ein Thema, das speziell immer wieder aufkommt von Spezialisten, die im Bereich Spenderbindung sich prominent dazu äußern, ist der Spenderservice. Ich glaube, wir sollten uns vermehrt um qualitativ guten Spenderservice bemühen, speziell in einem Umfeld Web 2.0 als Thema, wo die Spender auch zu Botschaftern von der Organisation werden und öffentlich in öffentlichen Foren über Organisationen auch diskutieren und ihre Beurteilung abgeben. Wir kennen das aus dem kommerziellen Bereich, wo Produkte diskutiert werden von Kunden, und das passiert auch im Non-Profit-Bereich. Und ich glaube, wir müssen wirklich dafür sorgen, dass unsere Spender bei jedem Kontakt einen positiven Eindruck von der Organisation haben. Und was ich gesehen habe in meiner Erfahrung ist, dass wir tatsächlich nicht genug Augenmerk auf Spender-Services legen. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist online und mobile. Und das ist definitiv etwas, das im Kommen ist und wo wir als gesamte Industrie noch nicht genug gut vorbereitet sind, wenn wir uns vergleichen mit dem kommerziellen Bereich. Mhm. Wir wissen in den USA zumindest, dass die Ausgaben für Online-Werbung jährlich um 20% steigen, jedes Jahr. Ich glaube, das ist ein Aspekt der Geschichte, dass wir vermehrt in Online investieren sollten, zumal wir wissen, dass immer mehr Spender eben ihre Transaktion online realisieren. Genau, also die Ausgaben der User, also letztendlich, ne? die steigen jährlich. Die 20% der Werbung. Okay, Investition in Werbung im kommerziellen Bereich steigt 20% jährlich. Mhm. Und ich glaube, da halten wir nicht Schritt. Das hat natürlich auch mit Budgets zu tun, aber ich glaube, wir sollten uns vermehrt darum bemühen, den Mix zwischen Online- und Offline-Werbeausgaben uns näher anzugucken und zu optimieren. Im Bereich Mobile ist es ja so, dass wir jetzt den Wendepunkt erreicht haben, dass mittlerweile mehr, ich glaube, der war jetzt tatsächlich in 2014, dass tatsächlich in 2014 mehr User aufs Internet über ihre Mobilgeräte zugreifen als über andere Geräte. Und das ist ein Indikator dafür, dass tatsächlich mehr Transaktionen letztlich über Mobilgeräte stattfinden. Und wir sehen das ganz klar hier in den USA, dass das Mobiltelefon Transaktionen massiv steigen. Mhm. Und darauf ein Augenmerk zu legen, innerhalb unserer Online-Strategie, ist definitiv sehr wertvoll fürs nächste Jahr und ich denke für die kommenden Jahre. Und dass wir da wirklich mit dem kommerziellen Sektor auch Schritt halten und davon auch lernen können. Multikanal-Fundraising als Stichwort auch, das damit verbunden ist. Wir wissen aus Studien und nicht nur bei Ärzte ohne Grenzen, bei vielen anderen Organisationen, dass Multikanal-Spender die besten Spender sind, also diejenigen Spender, die ihre Spende nicht nur in einem Kanal tätigen, sondern über mehrere Kanäle. Und da dafür zu sorgen, dass wir dieses Verhalten noch besser verstehen und damit umgehen können und die Spender da ansprechen, wo sie sich es auch wünschen, ist definitiv ein wichtiger Aspekt. Nicht zuletzt auch nochmals damit verbunden Big Data, als englischer Ausdruck und Buzzword, das jetzt herumgeistert, nicht, dass wir in der Lage sind, die Daten optimal zu analysieren und noch mehr herauszufinden über unsere Spender, dass wir in der Lage sind, unsere Spender noch optimaler anzusprechen auf das, was sie auch erwarten und segmentieren und damit auch Kosten optimieren können, ist definitiv ein Aspekt. Für uns speziell ist die Datenhygiene ein großes Thema. Ich glaube nicht nur für uns, für viele Organisationen, dass wir akkurate Daten über unsere Spender in unseren Datenbanken haben und dafür sorgen, dass das wirklich
dass wir auch da wieder die Spenden optimal ansprechen können. Also Big Data ist für mich ein großes Thema, Business Intelligence, also Analyse, Datenanalyse. Wir sammeln immer mehr Daten, online und mobile. Als zweites Thema Multikanal Fundraising und eben Spenderbindung, Langzeitwert der Spender im Auge behalten und nicht versuchen wollen, schnelle Gewinne zu erwirtschaften, ist definitiv auch ein Thema, das uns weiter beschäftigen wird. Okay, vielen herzlichen Dank für diese vier sehr konkreten Tipps noch am Ende und alles Gute, liebe Grüße nach New York City. Vielen Dank, also liebe Grüße zurück. Tschüss. Tschüss.